Dörte Bernsen und Dörte Petzold. Sie besiegen jeden Unhold. Fiete Bernsen und Dörte Petzold. Lass die beiden dein Freund und Helfer sein. Hamburg, St. Pauli. Perle des Nordens. Hier arbeiten die Polizisten Fiete Bernsen und Dörte Petzold. Heute hat ihr Chef einen wichtigen Auftrag für sie. Wir haben einen Tipp gekriegt, dass in einer alten Fabrik im Industriegebiet eine Waffenschmugglerbande ihr Depot eingerichtet haben soll. Ihr findet raus, ob das stimmt, damit wir dem Sondereinsatzkommando Bescheid geben können. Sind die bewaffnet? Bewaffnet? Waffenschmuggler? Ach was. Die schmuggeln doch die Waffen. Die benutzen die doch nicht. Sonst hieß es ja auch die Waffenbenutzer und nicht die Waffenschmuggler. Natürlich sind die bewaffnet! Also, äußerste Vorsicht. Keine Angst. Wir passen schon auf. Da kann überhaupt nichts passieren. Wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? Ja, wo soll ich anfangen? Als du gesagt hast, komm, Dörte, wir gucken mal durchs Fenster, uns wird schon keiner bemerken. Oder als du gesagt hast, oh, Dörte, ich glaube, der Typ ist allein, den schnapp ich mir. Aua, aua, Hilfe, Hilfe, aua, meine Nieren. Oder als du gesagt hast, hey, pass mal auf, hinter der Tür steht noch mal einer. Ist ja auch nicht so wichtig jetzt. Warte mal, ich glaube, ich komme aus den Fesseln raus. Hab's gleich. Was machst denn da, Dörte? Ich ruckel mal zur Tür. Dann kommen die rein, stolpern über uns, knallen auf den Boden, werden ohnmächtig und wir können fliehen. Ach so, Killefit, brauchen wir nicht. Ich komme gleich aus den Fesseln raus. Warte mal, ich hab's gleich. Also die zwei, das sind echt die dümmsten Bullen, die ich hier. Ach so. Na, dann haben Sie es wieder mal geschafft, Bernsen. Auch wenn Sie wieder einmal mehr viel zu draufgängerisch waren. Hm? Na ja, ich dachte mir, sich gefangen nehmen zu lassen, ist die beste Möglichkeit, näher an die Typen ranzukommen. Und die beiden dann zu überwältigen, war ein Kinderspiel. Ich bin beeindruckt. Sagen Sie, soll ich Ihnen jetzt nicht die Fesseln mal aufschneiden? Nee, ich hab's gleich. Moment. Ich muss mal aufs Klo. Na, dann aber schnell.